Hallo und willkommen zurück zu Void World. Und wie angekündigt, habe ich den kleinen Reset gemacht. Es war, glaube ich, gar nicht so viel. Also, ich musste das hier neu aufbauen, aber ich glaube, es waren 5 Minuten oder so. Mit anderen Worten, ich habe auch die Rewards neu eingetauscht. Leider waren sie nicht ganz so gut. War aber auch nichts Interessantes dabei. Ist mir danach aufgefallen, dass ich vielleicht das mit euch nochmal hätte machen sollen. Tut mir leid. Gut, nachdem das hier hinten ja so super funktioniert, hätte ich gesagt, wir schauen mal, ob wir nicht noch ein paar andere Sachen haben, mit denen wir irgendwie endlos Sachen machen. Und, ja, das Journal haben wir noch, leider noch nicht. Das nächste, bin ich mir nicht ganz sicher, was da fehlt. Was es noch gäbe, wäre eben diese ganzen, ja, Eggs natürlich, gekochten, was weiß ich, Sachen. Und ja, das finde ich, sollten wir eigentlich machen. Dementsprechend werden wir brauchen mehr von diesen Furnaces und ja, neue Quest Delivery Systeme. Das läuft ja zum Glück super. Dementsprechend, wir bauen uns 1, 2, 3 Furnaces. So, was brauchten die? Die brauchten... Moment. Maschine-Frame. Weiß gar nicht, ob ich den Rest schon da habe. Nee, nicht ganz. Es fehlen die Copper-Gears. Komm, gib mir einen Stack. Gerade können wir es uns ja ausnahmsweise mal leisten. 1, 2, 3. Gut. Das Ganze soll mit Upgrades laufen, logischerweise. Und zwar diesen hier. Die sind ja die wichtigen. Und außerdem noch diesen hier. Und noch den anderen zweien. Die habe ich schon. Das hier. Eins. Fehlt schon wieder am Pyrothium. Was fehlt hier? Nichts. Gut, dann machen wir mehr Pyrothium. 2, 3. Und 1, 2 noch. Perfekt. Gut. Wo haben wir denn noch Platz? Theoretisch hier drüben. Müssen wir ja nicht ganz so breit bauen. Wow, 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 wow. Das Ding ist gerade viel zu schnell. Oder auch, die gingen viel zu schnell weg. Theoretisch können wir die auch in die Decke klatschen. Das funktioniert auch. So. Also. Ein Furnace. Zwei Furnace. Und mal da den dritten hin. Und zwar werden wir die so konfigurieren, dass die oben... Ja, funktioniert natürlich nicht. Ich muss sie umdrehen. So. Geht. Also, dass sie hinten rausgeben können. Also oben rein, hinten raus. Das mit hinten hat irgendwie nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Besser. Und bei dem natürlich auch. Wobei wir hier eine Seite benutzen können. Also oben rein und links raus. Gut. Dann Quest Delivery Systems. 3 Stück. Dann ein Energy. 3 Stück Kondenser. Und dann auch wieder diese Warp Item Ducts. Mit, wie hießen die, Servos, genau. So. Du kommst dahin. Du kommst dahin und du auch. Na? Dahin, okay. So, jetzt hoffe ich, dass das funktioniert. Also, wir selekten diesen Task. Und
geben bei allen drei den dahin. Wunderbar, das sieht schon mal ganz gut aus. Nehmen dann die... Oh, da müssen wir natürlich noch einstellen, dass hinten nichts ist. Genau. Warp. Nein, die verbinden sich jetzt natürlich. Kann ich? Ja, kann ich. So. Und obendrauf. Einmal hier. Einmal da, einmal da. Mit Servo hier, Servo da. Ignored, ignored, ignored. Gut. Dann wollen wir hier die Augments noch einstellen. Eins hier, eins da und eins da. Dasselbe hier. Du raus. Eins hier, eins hier, eins hier, eins hier. Und das auch noch. Kann sein, dass wir nicht mehr genügend Strom für den ganzen Schmarrn haben. Das ist sehr gut möglich. Das weiß ich nicht. Das finden wir noch raus. Gut. Also. Raw. Chicken, Raw Beef, Raw Pork Chop. Okay. Eins, zwei, drei. Wir müssen herstellen jeweils 10.000 Stück, das heißt 5.000 Stück, dadurch, dass wir ja das Ganze verdoppeln können. Gut. Dann rechnen wir mal aus. 5.000 mal 64. 5.000 mal 64 sind 320.000. Das heißt, wir brauchen 320.000 EMC. Was gibt uns 320.000 EMC? Irgendwas, was möglichst nah rankommt. Drei Skystone zum Beispiel. Wäre natürlich schön, wenn es irgendwas ist, was ja eine runde Zahl hat, aber ich befürchte, das kriegen wir nicht so schnell hin. Was ist ein Block of Diamond hier? Nicht ganz. Wie viele sind das? Das sind... Na, jetzt noch 26.000. Acht. 16. Wie viel habe ich gesagt? 6.000 plus, also 26.000. 24.000. Ja, okay. Das ist zwar jetzt ziemlich ungefähr, aber mehr oder weniger ist es das. 1, 1, 2, 3 und Diamond Blöcke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Also, wir wollen hier einmal Raw Beef. Und geben das hier dafür rein. Wir wollen hier einmal Raw Pork Chop. Und geben das dafür rein. Und wollen hier Raw Chicken. Was ich eigentlich da reinschmeißen kann. Und geben das dafür rein. So. Und wenn ich jetzt keinen allzu großen Schmarrn gemacht habe, was ich nicht hoffe, dass ich gemacht habe, dann sollte sich jetzt hier die Zahl erhöhen. Perfekt, passiert. Bei Hühnchen am Schluss, ja, aber das war auch das letzte. Genau. Und hier wird noch fröhlich weiterhin umgewandelt. Sehr cool. Dann läuft auch dieser Quest und wir müssen uns jetzt nur noch um 10.000 Eier kümmern. Die wir ja nicht irgendwie herstellen können, nee. Das heißt, wir können die, na gut, Eier sind wie viel? Nur 32.000. Das heißt, sie brauchen jetzt vom EMC-Bedarf aber ungefähr dasselbe. Also das waren eins davon, eins, zwei, drei davon und
Damen 1, 2, 3, 4, richtig. 24. Ne, irgendwas habe ich mir verrechnet. Das habe ich mich ordentlich verrechnet. Oder? Nee. Ungefähr passt's, genau. Und jetzt noch einen Energy Condenser. Und nochmal so ein Warp-Ding. Und ein Egg. So, das Ganze ist nämlich im Prinzip einfacher. Oder auch direkter. Wir können nämlich direkt sagen, wir nehmen... Wobei, wir können eins der bestehenden Quest Delivery Systeme nutzen. Zum Beispiel das hier. Wir können einfach hergehen und das hier anschließen. Und den Energy Condenser drauf. Ist ja der Quest schon eingestellt. Sagen wir wollen Eier. Eier, wir brauchen Eier. Und dann gib mir mal Eier. Und ja, jetzt noch ein Servo. Und dann kommen hier auch Eier da rein. Das Ding könnte natürlich jetzt Strom gebrauchen. Dann ging das schneller. Ja, du brauchst wahrscheinlich Strom. Ich habe nicht zufällig noch eine Energy Cell. Doch, ich habe eine Energy Cell. Energy. Stellen wir die mal spaßeshalber dahin. Hast du dann Strom? Nee. Weil ich nach hinten nicht ausgebe. Hinten. Das da, richtig? Ha! Ja, ich vermute mal, der Servo ist zu langsam. Gibt's noch andere Servo? Ja, Resonanz-Servos. 200% Speed Boost, Drain Force. Ja, ich glaube, ich hätte gern so einen Resonance Servo. Wenn wir drüber reden, hätte ich gerne einen Resonance Servo. Ist auch nicht viel teurer. So. Was brauche ich denn dafür? Quarz. Okay. Habe ich das zufällig hier? Nee. Was fehlt? Ah. Iron Inge. Ding. Nuggets. Dann das Ganze nochmal. Mit einem gescheiten Servo. Bumm. So. Na, das Problem ist, dass natürlich Eier nur eine blöde Stack-Size haben. Wie auch immer. Hätten wahrscheinlich Conduits nehmen sollen. Das ging wahrscheinlich... Wir nehmen Conduits. Wir nehmen Conduits. So schnell kann man sich umentscheiden. Wir nehmen Conduits. Conduits. Das sind sie. Insert. Und jetzt mal wieder der Spaß mit dem Schmarrn. Oh, warte mal. Die brauche ich ja nicht mehr. Das hilft mir aber auch nicht weiter. Das hilft mir auch nicht weiter. Scheiße, ey. Also, ich finde ja, das echt spannend, aber... Oder echt eine coole Sache. Aber ich komme halt echt nicht ran.
Und ich möchte jetzt irgendwie den Boden nicht wegmachen. Ich meine, hier haben wir gesehen, man kann ihn theoretisch wegmachen, aber ich habe ein bisschen zu viel Angst davor. Und ich möchte dieses Ding hier jetzt definitiv nicht abbauen. Alternativen. Ich mache das Ding hier drauf. Ha. Das könnte ja sogar gehen. Bitte verbinde dich nicht. Sehr gut. So, extract. Always active. Insert. Ja, er macht was. Wenn auch sehr interessant. Aber er macht was. Mit anderen Worten, er ist auch nicht schneller. Ja, wie auch immer. Wie weit sind wir eigentlich bei dem Quest jetzt schon? 40%, ja. Auch die, und die Eier kommen auch. Ja. Was will ich eigentlich? So, wie komme ich jetzt hier wieder weg? Irgendwie. Gut. Dann hätten wir hier auf jeden Fall einen weiteren Quest, der auf gutem Weg ist. Und jetzt brauchen wir noch irgendwie Fisch. Fisch. So ein Fischer zum Beispiel. Haben wir nicht zufällig irgendwie mit MFRI einen Quest, wo wir fischen müssen? Oder haben wir da eh eingebaut? Breeder, Meatpacker, XP-Extractor. Wir haben ihn auf jeden Fall gebaut, aber wahrscheinlich nicht aufgestellt. Wo haben wir den denn hin? Also, ich meine, nachdem wir ihn gebaut haben. Oh, ups. Upsi. Lass mich raten. Ja, kein Strom mehr. 1, 2, 3, 4. Eins. Zwei. Drei. Ah, das waren jetzt vier. Wie auch immer. Auch nicht so schlimm. So. Jetzt soll es wieder passen, oder? Ja, füllt sich auch tatsächlich noch an Energie. Ja, die können sich nicht füllen, weil ja, es ist ja nicht genügend da, haben wir ja gerade gesehen. Es läuft wieder, okay. So, was haben wir hier eigentlich noch? Ich würde sagen, wir bauen jetzt hier mal wirklich so ein, die ganzen Maschinen hier. Also, fangen wir vorne an. Wir brauchen einen Glacial Precipitator. Den braucht man garantiert eh für irgendwie. Wie heißen sie? Nicht Pyrothium, sondern das andere. Basic wollen sie aber. Cryothium, genau. So, also ein Glacial Precipitator. Wir brauchen Basic, aber wahrscheinlich könnten wir eh alle machen. Na egal. Igneous Extruder. Da brauchen wir einen Pneumatic Servo. Den haben wir noch nicht. Sollten wir hier aber herstellen können, oder? Ne, wir haben kein Glas. Dann ändern wir das. Ding, ding, ding. Einmal schnell speichern. Ich hätte irgendwie gern eine Integration in ME oder so. So, und was fehlt? Ein Piston. Brauchen wir öfter. Gib mir ein Stack. Ein Igneous Extruder. Und noch ein Aqueous Accumulator. Aque hier. Und du brauchst was? Ein Bucket. Und was habe ich jetzt schon wieder nicht? Ah, den Servo. Komm.
Ups, das waren zu viele. Geil. Aquarius Accumulator. Wunderbar. Claim Reward. Wunderbar. Haben wir irgendwas freigeschalten? Ich hoffe immer noch hier drauf. Obwohl nicht. Moment. Unlocks 4 Quests elsewhere. Also wir haben irgendwas freigeschalten. Schauen wir mal. Technical Plus. Oh ja, wir haben was freigeschalten. 100.000 Eis. Mhm. Das wird wahrscheinlich der Quest oder könnte der Quest von vorher gewesen sein. Oh, Fuel läuft übrigens auch noch. Water Production, hier. Ja. Mhm. Wie viele Nullen sind das? 1, 2, 3, viele. Also, dann haben wir jetzt auch die Quest entdeckt. Ich würde sagen, die gehen wir als erstes an, weil die ist die langwierigste. Erstmal den Reward Bag öffnen. Rain Muffler! Yay! Naja, wir können sie uns auf jeden Fall rausnehmen. Wie weit sind wir jetzt eigentlich bei der anderen Quest? Hier. Es geht voran. Die Eggs brauchen tatsächlich am längsten. Okay, Wasser. Einmal ein Quest Delivery System. Und einmal Pressurized Conduits. Da gab es bessere, oder? Fluid Conduits, da. Ender Fluid Conduits. Braucht ihr denn? Oder auch anders, was habe ich hier schon? Nichts, okay. Ich brauche Vibrant Alloy und Conduit Binder. Und Conduit Binder. Einmal zwischenspeichern. Sehr schön. So. Und jetzt können wir das hier hernehmen, um das rein zu pumpen. Zum Beispiel. Wobei ich mich immer noch frage. Also wir können mal den Quest selektieren. Hier Water Production. Extract. Always active. Und hier dasselbe. Na? Na? Hallo? Ah, jetzt so. Extract. Nee, nicht. Always active. So. Ja, also wir kriegen Wasser. Es dauert ewig, aber es geht. Trotzdem würde ich jetzt gerne wissen, warum ich hier nicht eine unendliche Wasserquelle mit einer Transfer-Node nehmen kann, wie mir gesagt wurde. Also das wird mir kommentiert. Transfer-Node Liquids. Und was brauchen wir? Wir brauchen zwei Water Buckets. Beziehungsweise könnte man theoretisch von oben nehmen. Und noch so ein Quest Delivery Ding ins System. Vielleicht noch irgendwie Dirt. Machen wir es mit Dirt. So. Aber nicht hier unten, sondern irgendwie oben, im draußen, im Freien. Vielleicht hier hinten. Also. Ich muss aufpassen, ich brauche was zu essen.
So. Ich habe Shift gedrückt und mein Jetpack hat auch noch Energie. Sehr gut. So, dann einmal hier einen. Schmarrn, eins zu früh. Einmal hier einen Dirtblock. Da drauf eine Transferload mit den Liquids. Dann dieser Block wieder weg. Dann einmal da Wasser. Einmal da Wasser. Drauf ein Quest Delivery System, wo wir den Quest drauf machen. So, und jetzt wären noch World Interaction Upgrades cool gewesen. World Interaction Upgrades. Und was ich heute erfahren habe, anscheinend sind Speed Upgrades doch cool. Drum probieren wir das jetzt einfach mal aus. Dementsprechend Speed, 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 World Interaction. Nicht? Nein? Ah, die mag einfach gar nicht, oder was? Nee, ich würde eher behaupten, der hat keinen Wasserblock hier, warum auch immer gemacht. Water. Der fließt nämlich zu sehr, als dass da Wasser ist. So. Aha. So. Wie sieht das jetzt aus? Also ich meiner Ansicht nach geht das jetzt deutlich schneller als vorher. Wir sind schon bei 1%. Also ich bin der Ansicht, ja, man kann es mit dem Ding machen. Wie auch immer. Keine Ahnung, was das war. Warum, ob das vielleicht bei ihm nicht ging. Aber ich bin der Ansicht, wir kriegen das hin. So, das Ding darf jetzt mal laufen. Wir sind bei 2. Also, das kriegen wir hin. Gut, dann wäre das ja geklärt. Was machen meine Hühnchen? Und Kuchen. Kuchen ist natürlich auch noch interessant. Cake. Braucht was? Wir brauchen Milchbuckets, Zucker, Eier und Weizen und irgendwas Autocraftiges. Auto. Enchanter, Jukebox, Spawner, Disenchanter, Anvil, Brewer. Autocrafting Bench hier. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die so funktioniert, wie ich das mir vorstelle. Aber ich würde sagen, wir probieren das einfach aus. Was brauchen wir? Stein. Moment, was bist du da unten? Du warst irgendwas Komplizierteres. Elektro, wie auch immer. Was ist das? Elektrolin. Das ist Blue Evil. Oh Gott. Lapis und Glowstone. Okay. Haben wir hier nicht zufällig schon drin. Lapis fehlt. So, irgendein komischer Blue Illumina. So. Was war das jetzt? Du zusammen mit, glaube ich, ganz viel Red. Ja, du mit Redstone. Blue im Luminar, 8 Stück. Zusammen mit Redstone. Er gab irgendwas. Er gab dieses Elektro. Ach du. Ja, wir brauchen mehr davon. Weil das Elektro-Dingens, da musste man aus 8 ein. Okay. Also, Blue, gib mir ein Stack. Gib mir 8 Stück. Reicht mir das? Ja, ich brauch nur eins. Ding mit Eisen. So, und das muss in den Furnace. So, und jetzt kann ich, glaube ich, das Ding herstellen.
Bis auf die Tatsache, dass ich hier, glaube ich, noch kein Holz habe. Ja, ich habe hier gar nichts von dem Ding. Geil. Was war's? Stein, Crafting, Eisen. Planks. Stone. Eine Crafting. Table. Na, gib mir mal ein paar. Brauche neues Eisen. Und was war es noch? Eine Chest. Ding. Die können wir mal da reinpacken. Die auch, das auch. Eisen. Crafting. Eigentlich können wir die Note so lange. Ja, behalten wir. Tun wir sie da rein. Da klicke ich nämlich nicht aus Versehen dann irgendwie da irgendwo hin. Ist zufällig nicht jetzt mittlerweile aufgetaucht. Nein. Okay. Ich möchte jetzt die Autocrafting-Dingens noch haben. Was fehlte jetzt hier noch? Ah, Planks. Möchte ich mir zumindest mal anschauen, was die können muss. Oder ob man die einfach aufstellen kann und irgendwas reinpumpen kann. Schauen wir mal kurz. Sie braucht auf jeden Fall Strom und hat irgendwelche Patterns. Ich glaube, die schaue ich mir bis zum nächsten Mal an. Und dann werden wir mit der Kuchen herstellen. Ja, kurzer Blick noch auf die Wasserproduktion. 21%. Wunderbar. Cobblegen wäre auch noch eine Idee. Ja. Und Schnee kann man auch noch herstellen. Eis ebenfalls mit dem Autonomous Activator. Klingt gut. Und Biofuel läuft auch so ganz langsam nebenbei. Aber es läuft. Das ist das Wichtigste. Gut. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus.